Hallo, heute nehmen wir uns dann tatsächlich mal den amerikanischen Citizenship-Test vor, beziehungsweise einen Citizenship-Practice-Test. Und zwar gibt es hier 9 zur Auswahl. Ich habe eine Idee. Ich werde würfeln, welchen von diesen Practice-Tests ich mache. Nummer 6. 6, ja, kann man das lesen? Nummer 6. Gut, machen wir Nummer 6. Schauen wir mal, ob die USA uns haben will. What is one right of or freedom from the First Amendment? Ich glaube, es gibt kein gibt's ein Recht auf Heirat? Ich glaube nicht. Recht auf Einkommen wahrscheinlich auch nicht. Free Speech ist das nicht. Second Amendment war das nicht Waffen? First Amendment Right ist Speech? Speech? Free Speech? Freedom of Speech? Okay. Who signs bills to become laws? Ah, okay. Supreme Court Justice ist nicht, glaube ich. Wenn ein Gesetz verfassungswidrig ist, dann kann man vor dem Supreme Court dagegen klagen. All of the above stimmt dann auch nicht, weil das würde den Supreme Court mit einschließen. Also die beiden sind weg. Ich glaube, der Präsident muss der die unterzeichnen? Ist der Präsident Part der Legislative? Das wäre dann eigentlich keine Gewaltenteilung, ne? Wobei bei uns muss, glaube ich, der Bundespräsident auch Gesetze unterschreiben, oder? Schwierig, ich sag mal Members of Congress. Ah ja, who vetoes bills? Veto. Ich habe keine Ahnung. Wow. Super, keine Ahnung. Kann der Supreme Court sagen, nee, das sieht mir sehr verfassungswidrig aus, das Gesetz, und das dann gleich vetoen? Ich meine, wäre der Supreme Court da nicht viel zu tief drin in der Legislative? Kann der Präsident sagen, nee, unterschreibe ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht? Oder reicht ein einzelnes Kongressmitglied? Das sagt hier, nee, finde ich doof. Das wäre komplett nicht arbeitsfähig dann, ne, oder? Aber wenn der, sagen wir mal, der Präsident klingt am wahrscheinlichsten. Was macht das Kabinett des Präsidenten? Advises the President, provides administrative support for the President, hires White House Employees, writes laws. Also Gesetze schreiben die schon mal nicht. Ich glaube, provides administrative support. Die regieren ja mit als Minister in ihren Ressorts. What is one promise you make when you become a United States citizen? To always recite the Pledge of Allegiance, to obey the laws of the United States, to vote in every presidential election, to engage in activism. Ich glaube, den Gesetzen gehorchen. When was the Declaration of Independence adopted? Ist ich 4. Juli? Würde ich sagen, ist es nicht Independence Day? What did the Emancipation Proclamation do? Freed slaves, declared war on the South,
proclaimed the Union's independence from the Confederacy. All of the above. Also Emanzipation klingt ja nach Gleichstellung oder so. Also es könnte ja mit den Sklaven zu tun haben. Allerdings könnte das auch, also wenn jetzt der Süden sich mit der sich vom Norden emanzipiert hätte, ich glaube, der Süden hat ja den Bürgerkrieg angefangen, oder? Die sind ja ausgetreten und nicht die Union. Also würde ich sagen, Freed Slaves, machen wir mal. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Slavery, Socialism, Communism, Civil Rights. Ich würde sagen, Communism. What is the capital of the United States? Das ist Washington, D.C. Das ist einfach. Name two national U.S. holidays. Independence Day and Martin Luther King Jr. Day. Cesar Chavez Day and Easter. Mother and Father's Day. Civil Rights and Declaration of Independence Day. Machen wir mal das erste. Klingt vielversprechend. Thank you again for completing this quiz. Scoring correct answer mit 10 Punkte. Ich hab eine Antwort richtig. Wow, cool. You should be aiming for a score of 80 or higher. Okay, die USA wollen mich nicht haben. Bleib ich halt daheim. Ah, okay, also das erste war richtig. Der Präsident muss die Gesetze unterschreiben. Warte mal, habe ich noch zwei richtig? Warum sind die denn nur 10 Punkte wert dann, wenn das 10 Fragen sind? Correct answer, Präsident. Ach so, die Minister beraten nur. Ist nicht wie bei uns, dass sie quasi ihren eigenen Kram machen. Das ist ja auch richtig, auch richtig. Auch richtig, auch richtig. Sieben? Ich habe 8. Ah, okay. Your score is 80. Also ich bin gerade so durch. Ich habe hier oben 10 gelesen, aber es ist nur, also jede korrekte Antwort ist 10 wert. Und ich habe tatsächlich doch 8 davon. Nur nicht gewusst, wer hier, was der Präsident genau macht, aber der kann ja viel mehr als unser Bundeskanzler. Ja, das war ja ein kurzer und knackiger Test und in die USA könnte ich also. Ist die Frage, ob man will momentan. Aber ist ja momentan überall auf der Welt nicht so toll. Also, okay, dann mal schauen, ob ich noch weitere Tests finde. Und dann bis zum nächsten Mal. Und drückt die Glocke und den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar und was weiß ich nicht alles. Okay, tschüss.